Alle behandelten Joseph wegen seines Aussehens mit Geringschätzung. Sie meinten, er solle nicht rausgehen, weil sein Anblick Albträume bereitet. Nachbarn sagten, niemand würde ihn jemals lieben. Aber eines Tages traf Joseph Vanya und was dann geschah, wird dich zu Tränen rühren. »Was um alles in der Welt ist das?« schrie eine Krankenschwester, als sie das Baby sah. Die Nachricht über Josephs seltsames Aussehen verbreitete sich schnell. Jeder behauptete, dass er irgendwie mit Bigfoot oder Yeti verwandt sei. Aber das stimmte natürlich nicht. Joseph wurde mit dem otofaszialen Syndrom geboren. Eine seltene Fehlentwicklung, bei der der Unterkiefer fehlt. Das bringt Komplikationen mit sich. Leider muss Joseph das für den Rest seines Lebens ertragen. Aber seit er die Liebe seines Lebens Vanya getroffen hat, geht es ihm viel besser. Was dieser Mann vorher durchgemacht hat, ist wirklich furchtbar. Er konnte damals weder sprechen, noch richtig atmen oder essen. Die Ärzte machten eine Tracheotomie, um ihm beim Atmen zu helfen. Und er bekam eine Magensonde. Joseph hatte noch nie Essen oder Wasser geschmeckt. Traurig, oder? Aber das ist nichts im Vergleich zu den abscheulichen Dingen, die Menschen wie sein Vater ihm antaten. Als Josephs Vater ihn sah, verleugnete er ihn. Er trennte sich von seiner Mutter, zog aus und wurde nie wieder gesehen. Ein paar Tage nach seiner Geburt wurde eine Knochen- und Hauttransplantation in Illinois durchgeführt. Leider schlug die Operation fehl. Von da an wurde es immer schlimmer. Joseph wurde gemobbt, Fremde machten sich über ihn lustig. Der Arme wollte nur zur Schule gehen, aber die meisten lehnten ihn ab, weil sie meinten, er wirkt verstörend auf die anderen Kinder. Über seine traumatische Kindheit sagt Joseph: »Wir hatten keine Spiegel zu Hause, weil meine Mutter nicht wollte, dass ich mich sehe. Aber eines Tages fand ich einen Spiegel. Als ich mich sah, schrie ich. Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut. Tagelang hatte ich Albträume und konnte nicht schlafen. Ich fragte meine Mutter, wo Gott lebt, damit ich ihn besuchen und um ein anderes Gesicht bitten kann. Ich dachte, dass es vielleicht am besten wäre, einfach bei Gott zu leben, weil er mich nicht verspotten würde.« Als Joseph 6 Jahre alt wurde, gab seine Mutter ihn auf und gab ihn zur Adoption frei. »Ich hielt jeden Abend die Hand meiner Mutter und flehte sie an, mich nicht zu verlassen. Ich habe ihr immer gesagt, ich kann nicht ohne dich leben. Aber sie ging. Ich fühlte mich sehr einsam und hatte Angst«, schrieb Joseph in einem Interview. Zum Glück war seine Adoptivfamilie nett und liebevoll. Sie brachten ihm Gebärdensprache bei. Trotzdem war alles sehr schwer. Josephs Nachbarn, Verwandte, Fremde und Klassenkameraden machten ihm das Leben unerträglich. Seine Klassenkameraden spielten ihm einen schmerzhaften Streich, der sein Selbstwertgefühl endgültig ruinierte. Danach dachte er darüber nach, sich das Leben zu nehmen. Seine Klassenkameraden brachten ein Mädchen dazu, ihn zu umwerben und sich in sie zu verlieben, damit sie ihm das Herz brechen und ihn demütigen konnte. Was für ein grausames Unterfangen! Als Joseph und Jade befreundet waren, war er so glücklich wie ein armer Mann, der über einen Sack Gold gestolpert war. Jade spielte ihre Rolle gut. Im Unterricht hielt sie oft seine Hand und sagte, er sei der schönste Mann, den sie je gesehen habe. Sie erklärte ihm ganz offen ihre Liebe und schickte ihm morgens und abends süße SMS. Obwohl Jade kommunikativ war, war Joseph es nicht. Er hatte Angst, verletzt zu werden, also ging er vorsichtig vor. Aber Jade machte weiter, bis er verletzlich wurde und sie schließlich in sein Herz ließ. Eines Tages schickte Joseph ihr eine Nachricht. »Die letzten Monate waren wunderschön, vor allem wegen deiner Freundschaft. Jede Nacht schlafe ich mit Freude ein. Danke, dass du mich durchschaut hast, Jade. Am Anfang hatte ich Angst, dir mein Herz zu öffnen. Ich bin sehr glücklich. Ich liebe dich.« Am nächsten Tag sah er, dass die Wände in der Schule mit Pappe zugeklebt waren. Darauf stand fettgedruckt die Nachricht, die er am Abend zuvor Jade geschickt hatte. Seine Klassenkameraden machten sich über ihn lustig und meinten, dass seine Beziehung zu Jade ein abgekartetes Spiel sei. Sie sagten, sie hätte das nur getan, um herauszufinden, ob er ein Herz hatte oder nicht. »Du hast also ein Herz? Du bist fähig zu lieben? Wir dachten, Aliens lieben nicht. Heißt das, du bist ein Mensch?« Sie lachten. Danach schwor sich Joseph, nie wieder jemanden in sein Herz zu lassen. Bis er Vanya traf. Bis dahin hatte sein Selbstwertgefühl sehr gelitten, aber seine Adoptivmutter stand ihm zur Seite. Sie versicherte ihm ständig ihre Liebe und ermutigte ihn, an sich zu glauben und über seine Grenzen hinauszuwachsen. Trotz dessen war Joseph immer noch unsicher.
bis er eine Begegnung hatte, die sein Leben veränderte. Als er 30 wurde, sah er ein inspirierendes Video von Nicholas James Vujicic, einen australisch-amerikanischen christlichen Evangelisten und Motivationsredner, der, obwohl er ohne Arme und Beine geboren wurde, seine Träume lebt. Nachdem ich bei Nick gesehen hatte, was er trotz seiner Behinderung alles erreicht hatte, sagte ich mir, dass ich mich nicht länger vor der Welt verstecken würde. Bereit, sich neu zu definieren, lernte Joseph ein Handwerk und wurde nach ein paar Jahren ein Experte. Seine Eltern eröffneten eine kleine Werkstatt für ihn. Und wie es das Schicksal wollte, lernte Joseph dort Vanya kennen. 2019 kam Vanya für einige Reparaturen in die Werkstatt und sie unterhielt sich mit Joseph. Sie konnte Gebärdensprache und riss viele Witze, die ihn zum Lachen brachten, bis ihm die Rippen wehtaten. Während sie redeten, schauten sie sich in die Augen und lächelten wie verliebte Teenager. Die Verbindung war sofort da und unerklärlich. Als Vanya ging, schenkte sie Joseph ein warmes Lächeln und sagte ihm: Pass auf dich auf. Während er ihr zusah, klopfte sein Herz unerbittlich. Er war nervös und aufgeregt zugleich. Er liebte es, in ihrer Nähe zu sein. Zum ersten Mal schämte er sich nicht für sein Aussehen. Er war froh, dass sie die Zeichensprache verstand. Joseph verbrachte den Rest seines Abends damit, über Vanya nachzudenken und sich zu fragen, ob er sie jemals wiedersehen würde. Und weißt du was? Am nächsten Wochenende besuchte Vanya seine Werkstatt erneut. Nachdem sie etwas geplaudert hatten, fragte sie, ob sie ihm durch eine Sonde Essen geben dürfe. Joseph stimmte zu. Als ich ihn sah, war das Erste, was mir in den Sinn kam: Oh wow, er hat wunderschöne Augen und sieht wie ein lieber Typ aus. Ich hatte sofort das Gefühl, dass er ein wichtiger Teil meines Lebens sein sollte. Er schien traurig und ich sagte mir, dass ich der Grund für sein Glück sein würde, erklärt Vanya. Die beiden kamen sich näher. Vanya beschützte Joseph, als ob ihr Leben davon abhinge. Und er tat das Gleiche. Sie verliebten sich und hatten viel Spaß, von Romantik am Strand bis hin zu Abenteuern und vielem mehr. Jeder Moment schien außergewöhnlich. Alle waren schockiert, als sie von der Beziehung von Vanya und Joseph erfuhren. Sie konnten nicht glauben, dass Vanya mit diesem Alien ausgehen würde. Sie benutzt ihn nur, um ihre freakigen Fantasien zu erfüllen. Sie wird ihn bald abservieren. Niemand könnte dieses hässliche Ding jemals lieben, spotteten sie, aber bald sollten sie ihre Worte bereuen. 2020 heirateten Joseph und Vanya. Es war einer der glücklichsten Tage in meinem Leben. Als ich ihr den Ring an den Finger steckte, brach sie in Tränen aus und drückte mich fest an sich. Sie sagte: Joseph, mein Herz zerspringt vor Freude. Wir lieben uns und nichts wird daran etwas ändern, sagte Joseph. Niemand hätte geglaubt, dass diese Ehe auch nur einen Monat halten würde. Aber es sind bereits 3 Jahre vergangen. Endlich dämmert es den Hatern, dass die Liebe des Paares grenzenlos, furchtlos und unaufhaltsam ist. Diejenigen, die sie früher verspottet haben, waren beeindruckt. Früher wurden sie belächelt, aber jetzt respektieren wir sie. Wann immer wir sie zusammen sehen, erinnert uns das an die Kraft der Liebe. Niemand ist perfekt und wir hätten Joseph nie verurteilen dürfen. Wir bedauern alles, was wir ihm angetan haben, sagte Josephs Nachbarin. Mit Vanya an seiner Seite lässt er seine körperlichen Einschränkungen ihn nicht daran hindern, sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Es ist egal, wie du aussiehst. Da draußen gibt es immer jemanden, der dich über alles liebt. Also gib die Liebe niemals auf. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, schalte die Benachrichtigung ein, damit du keine weiteren Geschichten wie diese verpasst. Bis dann!